Ali, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Let's Play Hyperlight Drifter Teil 6. Wir sind das letzte Mal hier reingegangen, hatten hier schon so ein bisschen abgefällt und wollen das jetzt natürlich ein bisschen besser machen, ne? So, die zwei Spinner haben wir diesmal gleich über den Jordan gejagt. Wir waren noch nicht alle Wege abgegangen im letzten Video. Ich hatte da nochmal kurz das ganze Revue passieren lassen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall nachher nochmal ein Stück zurückgehen, aber vorerst gehen wir jetzt natürlich in dieselbe Richtung und gucken mal, was hier noch so ansteht. Oh, der war natürlich super klug, weil wir da um die Ecke standen. Weg mit dir. So, oh, was ist das? Ich will drei rote Dinger haben. Haben wir nicht. So. Da geht's wieder raus. Wollen wir auch noch nicht. Wir wollen hier erstmal hoch. Hier noch so gibt. Das ist nämlich ziemlich praktisch und scheint, jetzt müssten wir doch erstmal weichen. Wie schade. Gedacht, es geht hier vielleicht schon weiter, aber ist nicht so. Ah, jetzt gehen wir halt die ganze Zeit immer weiter, anstatt mal zurück, aber guck mal halt einfach mal. Ah. Das war da drüben. Hier geht auch ein Weg auf. Das ist gut zu wissen. Ach ja, hier gibt's gar nichts. Gut. Ah, das ist sehr gut. Wir hatten nämlich nichts mehr. Ah, da geht's zum Boss. Vielleicht gibt's davor noch mal so eine Teleport-Plattform. Doesn't look so. Motherfucking die. Weiter hier runter, du. Tot. Tot. Und tot. Oh. Das ging ja hier echt ab. Vor allem macht dieser Laserbeam, wenn er trifft, zwei Schaden, habe ich gesehen. Ja, wir können den Boss ja mal probieren. Also ich gehe davon aus, dass jetzt der Boss dahinter ist. Vielleicht ist da auch nochmal so eine Teleportplattform. Mal sehen. Aber es sah jetzt schon sehr aus, als würden wir aufs Gebäude des Bosses zugehen. Oh, wie gemein! Der hat einen gefressen davon! Wir werden deiner Herrschaft ein Ende setzen, die von deinen ekligen Freunden. Alles klar? Ich hab Stotsch mit. Ja. Trotzdem gar kein Problem. Was heißt gar kein Problem? Sowas wollen wir lieber nicht sagen, aber sieht machbar aus.
Boah, der trägt ja auch eine Kette aus den Viechern von der Stadt. Boah! You are dead. Oh, wie cool, denn hat's den Bauch aufgerissen. Hoffentlich war das ein qualvoller Tod. Immerhin hast du diese ganzen kleinen Viechis gefressen. Na, was heißt die ganzen kleinen, aber wir haben gesehen, wie du ein paar davon frittiert hast. Gibt's ja noch was Verstecktes? Nicht so aus. Na gut, dann aktivieren wir das Ding gleich mal. Juhu! Die zweite Säule, die wir hochgefahren haben. Gut, du leuchtest hier wieder. Wir waren trotzdem noch nicht ganz fertig mit der Kunden. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall machen. Waffe aus dem Gepäck in die Hand nehmen. Die hatten wir gefunden, oder was? Oh nein! Nicht die, die wir jetzt da haben. Das ist die hier. Okay, keine Munition, ist ja gut. Besorgen wir uns. Wir könnten mal... Oh, da ist noch so ein Ding. Wir könnten mal zu diesen Leuten gehen, um zu gucken, wenn wir die quasi ansprechen, nachdem wir die Gegner besiegt haben, ob die sich darüber freuen. Ja, alle vier gefunden. Oh nein, jetzt geht's wieder nicht so gut. Sieht auf jeden Fall schmerzhaft aus. Okay. Und das sind ja solche Krähen hier, oder so. Böse. Aber Hauptsache uns geht's wieder gut. Sofern man das sagen kann, ne? Ach ja, da sind wir hier, da geht's runter. Nee, ich sah aus, als würde es hier auch noch nach unten gehen. Da gucken wir lieber mal hin, nicht, dass wir noch was verpassen. Aha. Ah. Jetzt haben wir schon 8 davon, sehr gut. Da können wir uns ja hier skillmäßig ausbauen ohne Ende. Waren wir hier? Ich glaube, wir waren da reingegangen. Hier waren wir nicht. Sind wir hier hochgegangen? Ach ne, ja, doch. Hier, Aber wir gucken jetzt nochmal kurz. Ich bin unsicher, ob wir jetzt bei waren oder nicht. Ah, hier waren wir auch noch nicht. Hier ist noch so ein Dings. Hat
Ich hatte gehofft, man kommt da auf dieses Rosenblatt. Auf dieses Rosenblattstück, aber ging nicht. Hier doch nochmal runter. Da drüben waren wir. Ach ja, wir sind hier unten gleich durch diese Tür gegangen. Aber wir waren noch nicht in der 3-Dreieckstür. In der da unten. Ah, das ist die Waffe, die wir gefunden haben. Der schießt so in mehrere Richtungen. Wie eine Schrotflinte quasi. Interesting. So, wir gehen da mal rein. Ach doch, hier drinnen waren wir. Oh! Dass das geklappt hat. Aber, wo wir jetzt gerade hinhängen, will ich den Weg nicht zurückgehen. Sondern wir gehen jetzt mal in die Stadt, geben das so Upgrades aus und dann gehen wir wieder zurück und werden hier noch ein paar Wege erforschen. Dann waren wir doch nicht in der Tür, die wir eben gesehen haben, sondern waren gleich in die Dreieckstür gelaufen. So war's. Und dann machen wir das mal so, dass mit dem Angriff hat jetzt bisher kein Problem. Wir holen uns auf jeden Fall noch das Schild und dann gucken wir mal, dass wir uns hier vielleicht das holen, wo wir Geschosse reflektieren können. Ich denke, das wird ganz praktisch sein. Yo! Thanks, Mate. Achso, hier darf ich nicht drin rumfuchteln mit meinem Schwert. Nicht, dass wir noch Unschuldige verletzen. Oh mein Gott! Das wäre so eine Schande. Ey, Alter, gib uns. Genau. Zip. Den holen wir uns als nächstes. Ah ja, jetzt sehen wir tatsächlich so lila aus, ne? Da vorne. So. Oh, wenn das nach rechts zeigt. Wir hatten das letzte Mal hier oben solche Dinger gesehen, die auch nach rechts gezeigt haben. Ah, dann kann man jetzt hier lang gehen, ne? Ha. Das würde bedeuten, dass wir hier oben jetzt auch hingehen können. Müssen wir mal machen, aber zuerst gehen wir jetzt wieder in Wasserland. Wasserland für Planschen. Planschen, planschen, planschen. Okay, dann würde ich sagen, jetzt wo wir von oben nach rechts gegangen sind, können wir anfangen, das Ganze im Uhrzeigersinn abzugehen. Das heißt, wir gehen einfach als nächstes unterhalb von der Stadt. Aber zuerst schauen wir mal hier rein. Weil das haben wir ja dann offensichtlich verpasst. Ja, ich weiß, wir brauchen Leben. Wo ist das hin? Oh. Da ist auch noch was. Oh, okay. Na, da werden wir mehrere Medikits brauchen, um darüber zu kommen. Das ist natürlich schlecht jetzt, wo wir nicht mehrere Medikits haben. Ne? Weg da. Schrott!
hier hängen und schwimmen überall diese Amphichis rum, die der Froschkönig gefressen hat. 9, das war die falsche Richtung. Ja, ist ja gut. Beruhigen Sie sich. Darüber, hier waren wir offensichtlich. Sehr gut, das wird jetzt echt reflektiert und... Ach, da waren wir auch schon. Zurückgeschickt. Ah, das geht erst auf, wenn die alle tot sind. So, hier drüben lag, glaube ich, ein Medipack. Ja. Wenn hier schon alles resettet, kann man sich ja auch darauf verlassen. Da waren wir rausgegangen. Das brachte uns aber nach Gumaluppe, wo wir nicht hin wollen, sondern wir wollten hier. Da oben sind zwei Frösche auf einmal. Ach, wie blöd. Das hat das ganze Gebiet resettet. Dann ist natürlich auch unser Geheimgang weg, den wir freigeschaltet hatten. Hoffentlich ist aber jetzt die Seite nach links noch frei. Ja, ist sie ab. Ah. Was? Wieso darf ich nicht nach links gehen? Ich will hier nicht hoch. Ah. So funktioniert das also. So, hier unten haben wir noch nicht alles geholt, da gehen wir jetzt nochmal durch und dann würde ich vorschlagen, sind wir für das Video fertig, gehen dann da hier nach in den nächsten Game-Abschnitt. Warum geht das nicht? Ich dachte, ich kann geschossen jetzt ausweichen. Also nicht ausweichen, aber, ne? Da kann man auch nicht drauf landen. Nein! Ja, okay, wir gehen zurück in die Stadt. Oh, das ist ja fies. Das läuft weiter im Pausenmenü. Gut zu wissen. Plötzlich wird der Bildschirm rot und ja, man ist tot. Und nehmen jetzt. Oh! Meine Güte, ja. Wir gehen nach rechts raus, komm schon. Unfassbar. So, zufrieden, böses Spiel. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Aber gut, Tipp ein, wo wir hinwollen und los geht's. Dann sind wir fertig für die Episode. Der Froschboss ist
zu Froschschenkeln verarbeitet worden. Die Franzosen freuen sich und ja, diese komischen gelben, weißen, hasenähnlichen Kreaturen oder was auch immer, Lama, keine Ahnung was, sind sicherer. Wir haben uns auf jeden Fall ein paar Skills angeeignet und werden jetzt demnächst Richtung Süden weitergehen und da mal gucken, was uns da erwartet. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch Freude gemacht hat. Falls ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben lassen, da lassen und könnt mich ja abonnieren, falls es euch gefällt, wie ich Videos mache und ja, schaut öfter vorbei. Das würde mich am meisten freuen. Sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin!